Ja, was macht er da wieder? Etwas, was mich schon ärgert, seit ich die Bohrmaschine habe. Ich habe nämlich keinen Bohrtisch und den, ja, den frickeln wir uns jetzt mal zurecht. So, ja, erstmal herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich hoffe, ihr seid ihn noch nicht leid. Ja, heutiges Thema ist mein Bohrtisch, denn ich habe eigentlich immer schon einen machen wollen und ja, habe das immer vor mich hergeschoben, weil ich es, es hat mich zwar geärgert, aber es war irgendwie trotzdem nie so wichtig, dass ich es unbedingt ja, gemacht habe. Jetzt wird es aber Zeit. Ich habe nicht allzu große Ansprüche an diesen Werktisch. Für mich ist wichtig, dass er einen Anschlag hat und dass er ein System hat, worauf ich ein Werkstück befestigen kann. Das ist eigentlich schon alles, was ich haben will. Also das wird keine Raketenwissenschaft, er wird relativ einfach gehalten. Jetzt habe ich mir das ganze gute Stück hier erstmal auf der Platte angezeichnet, damit ich auch immer in der richtigen Position bleibe. Und was wir jetzt wissen müssen, ist als erstes, wie hoch dieser Rand hier ist. So Leute, jetzt habe ich erstmal alles zusammengeschnitten, was wir so brauchen. Ich habe auch gleich das Material, was ich brauche für meinen Anschlag hinten, geschnitten. Leute, weiter geht's. Aber bevor es weitergeht, will ich euch ganz kurz was zeigen. Mir sind nämlich zwei Probleme aufgefallen. Das heißt, das eine wäre zum Fehler geworden, wenn ich so weitergearbeitet hätte. Und das andere wäre ein Problem gewesen, was ich euch gleich zeigen werde. So, erstes Problem folgendes. Ich hatte ja diesen Bohrtisch mir hier drauf angezeichnet. Und ich habe ihn so angezeichnet, dass der Bohrtisch am Ende diese Position eingenommen hätte. Das heißt, ich hätte mir knapp 3 cm Aktionsradius selbst genommen. Also muss der Tisch praktisch so ran. Das war Punkt 1. Punkt 2 wäre dieser hier. Wenn ich jetzt einfach hingehe und meinen Bohrtisch so anbaue, wie wir gerade besprochen haben, und ich will das Ding hochkurbeln, dann haue ich hier gegen meinen neuen Bohrtisch. Das heißt, ich kriege diesen Bohrtisch gar nicht hoch und runter gefahren. Also muss ich mir was einfallen lassen, um die Kurbel hier dran vorbei zu bekommen oder mir überhaupt was anderes einfallen lassen, um den Bohrtisch hoch und runter zu stellen. Ja, ihr Lieben, diese zwei Probleme müssen wir jetzt erstmal lösen. Was heißt Probleme? Das eine hätten wir praktisch gelöst, indem wir den Tisch ranschieben. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache den Tisch einfach so groß wie er ist und werde hier anstatt einer Kurbel mir ein Rädchen dran machen. Mittlerweile entwickelt sich diese Fräse echt zu meinem Lieblingswerkzeug. Gefühlt habe ich das in alten Videos nie gemacht, aber mit dem Gerät macht es mir einfach Spaß und deshalb seht ihr es einfach öfter. So, und insofern machen wir natürlich auch jetzt die Fräsung für unseren Parallelanschlag und ja, diesmal versuche ich irgendwie hier meinen Staubsauger dran zu basteln, dass ich nicht vielleicht die ganze Werkstatt hinterher wieder rundreinigen muss. With you, I'd
Freunde, mein Bordtisch ist zwar noch nicht fertig, aber für diesen Vlog reicht es, denn es gibt noch einige Schritte zu tun, die ich aber erst dann tue, wenn ich meinen Frästisch draußen fertig habe. Ich erkläre euch ganz kurz, wie ich mir das zukünftig gedacht habe. Unten habe ich also den Rahmen. Ja. Somit ist es am Bordtisch selber, an der Maschine selber begrenzt. Und ich habe hier diese Löcher gemacht. Da werden Schrauben durchgeführt, dann um den zu befestigen an der Bohrmaschine selber. Meine T-Nut-Schienen, die werde ich natürlich noch befestigen. Allerdings auch das erst, wenn ich hier alles fertig habe, denn ich möchte ja hier noch ringsrum alles abrunden und deshalb werde ich die erst befestigen, ja, wenn das komplett fertig ist, als dann werden die komplett befestigt. Ich werde die wieder einkleben mit Epoxidharz und natürlich zusätzlich Schrauben. Dann haben wir hier schon mal den perfekten Untergrund. Jetzt kommen wir zu meinem Anschlag. So, da habe ich mir schon mal den Anschlag zusammengebastelt. Also ich habe hier die Auflagefläche, die hier aufliegt. Ja, so. Und das ist nachher die Anlage, oder die Fläche, wogegen ich das Werkstück dann legen kann. Hier kommt auch noch eine Nut rein, eine T-Nut. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich die hier oben einfräse oder hier vorne. Wahrscheinlich eher oben, weil ich einen Anschlagwinkel zum Rüberklappen machen möchte. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Und ja, hier hinten in der Auflagefläche, da werde ich in diesem Bereich auf beiden Seiten ein Langloch machen, so dass ich den auch verschieben kann in Diagonal. Ja, natürlich, es gibt einige, die machen den, die fixieren das fest und an der einen Seite fest, sodass sie ihn dann vorne nur rüberziehen können. Ja, ich wollte mir diese Fräsung hier sparen. Diese runde Fräsung. Für mich ist in so einer runden Fräsung immer eine Menge Fehlerpotenzial und wenn man noch nicht allzu viel Erfahrung mit der Fräse hat und das Material schonen möchte, dann sollte man sich an die etwas einfacheren Sachen halten. Und für mich ist das tatsächlich so die einfachere Variante gewesen. Das Ergebnis am Ende ist praktisch das gleiche. Wenn ich allerdings hier nur ein Loch mache, auf beiden Seiten, dann ist der Radius hier, den ich das verschieben kann, relativ begrenzt. Mache ich ein Langloch, dann kann ich das wirklich
von der einen Seite zur anderen so rüberziehen. Deshalb kommt dort ein Langloch rein. Wie gesagt, ihr werdet das ganze Ding natürlich auch in irgendeinem der folgenden Vlogs dann auch fertig sehen. Entweder werdet ihr sehen, wie ich es fertig mache, oder ich werde euch zeigen, wie er ist, wenn er fertig ist. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis demnächst. Tschüss.